Jo Leute, es gibt ein Video auf YouTube, das heißt, wo ist jetzt eigentlich Knuspertoast? Das wurde am 11.10. erstellt. Wir haben es mittlerweile einen Monat später, aber mich würde es auch interessieren, wo Knuspertoast ist. Das ist übrigens für die Leute, die es nicht wissen, Knuspertoast und ich, wir hatten so eine kleine Vergangenheit. Ich hatte ja immer mal Kritikvideos geäußert, genauso auch KuchenTV. Und Knuspertoast hatte damals in seinem Comeback-Video, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob es ein Comeback-Video war, hat er dann praktisch oder ist er auf unsere Kritik eingegangen und hat das so ein bisschen, er hat sich gerechtfertigt, hat seine Sicht erläutert, was auch alles schön und gut war. Also von daher alles cool. Und für die Leute, die es nicht wissen, ich war damals ganz, ganz großer Knuspertoast-Abonnent. Also jetzt nicht so einer, der von Anfang an immer am Start war. Aber ich weiß nicht, vor 2, 3 Jahren habe ich wirklich jedes Video von ihm durchgesuchtet. Es waren wirklich richtig geile Videos dabei. Krass kreativ, den hat auch die Monetarisierung absolut nicht gejuckt. Also der hat wirklich richtig, richtig starke Videos gemacht, muss man an der Stelle sagen. Und deswegen ist es umso trauriger, dass er keine Videos mehr macht. Das finde ich auch selber sehr schade, weil egal, ob wir mal eine Auseinandersetzung hatten oder ob ich jetzt mal Kritikvideos gemacht habe, seine Videos haben mir immer extrem gefallen und ich bedauere das sehr, dass seine Videos nicht oder dass er keine Videos mehr bringt. Ne, deswegen, wir schauen uns das jetzt mal an. Wo ist jetzt eigentlich Knuspertoast? Vielleicht kommen da neue Informationen. Mal schauen. Moin, Tom, willkommen nach langer Zeit wieder zu einem Video. Und heute geht es um Knuspertoast. Wie viele sich noch erinnern kann, hat Knuspertoast vor 5 Monaten alle seine Videos runtergenommen. Ich habe ja auch 2 Videos. Der ist so traurig. Der hat alle Videos runtergenommen vor 5 Monaten mit 446.000 Abonnenten. Es ist so schade. Es ist einfach so schade, weil diese Videos so legendär waren. Also er kann ruhig die. Ey, bitte, bitte nimm die Videos wieder online einfach. Ja, weil die Videos, die waren einfach zu legendär. Darüber gemacht. Und heute geht es darum, was Traurig. nach meinem letzten Iglania News Video passiert ist. Und ja, bevor By the way, schreibt mal in die Kommentare, habt ihr gerne Knuspertoast geschaut? Ich weiß nicht, er war so eine Legende einfach auf YouTube. Zusammen mit Nebelnik haben die so mit die krass editiertsten Unterhaltungsvideos gemacht. Fand ich zumindest. Also Nebelnik auch geisteskrank geil gewesen. Ja, dieser Videostil, wie er das gemacht hat, unfassbar nice. Wirklich, ich vermisse das auch irgendwo. Könnte ich mir jetzt eigentlich auch wieder ganz gern geben, aber er macht ja auch nicht mehr solche Videos. Ich glaube, er würde. Mittlerweile ist er echt mega, na, nicht irrelevant geworden, aber. Er hat sich so extrem zurückgezogen. Würde er wieder anfangen mit diesen YouTube-Videos? Ich glaube, er würde wieder abgehen. Ja, ich glaube, auch auf Twitch würde es wieder bei ihm deutlich besser laufen. Bei ihm läuft derzeit echt gar nicht, was das angeht. Und ich glaube halt, wenn er das machen würde, wenn er da wirklich auch durchziehen würde, aber ich weiß, aufgrund von Erkrankungen und sowas ist das, hat er nicht so die Motivation, den Antrieb. Aber wenn er das wieder machen würde, ich würde es brutal feiern. Keine Ahnung, ich finde Knuspertoast und Nebelnik sind absolute Legenden, die definitiv mittlerweile auf YouTube fehlen. Wirklich, ich habe mir das so gern angeguckt. Ich würde auch so gern wieder darauf reagieren, aber es geht halt nicht, ne? Weil es kommt halt nichts Neues mehr. Leider. Bevor ich jetzt hier sage, was mit dem jetzt passiert ist und so weiteres, erkläre ich jetzt mal die Vorgeschichte. Knuspertoast war jetzt nicht wirklich der Aktivste. Er hatte manchmal Phasen, wo er inaktiv war. Und er hat einmal ein Video darüber gemacht, warum er eigentlich so inaktiv ist. Also er ist inaktiv, weil er umgezogen ist 2017 und seine Wände dicht sind und die Nachbarn halt ihn hören und sich die ganze Okay, er verspricht sich so oft. Die ganze Zeit irgendwelche Wörter, die noch eingeblendet werden. Ja, was ich aber dazu sagen muss, guck mal, der ist 2017 umgezogen. Also gerade wenn man YouTube sozusagen hauptberuflich machen will, und er wollte ja YouTube hauptberuflich machen, hat er auch jede Menge Spenden bekommen, ne? Das war ja damals durch diesen Spendenaufruf. Wäre es nicht sinnvoll, dann sich zu sagen, weißt du was, ich habe zwar jetzt schon einen Mietvertrag unterschrieben, aber ich ziehe wieder um in eine andere Wohnung. Ne, es ist alles möglich. Das ist jetzt nicht das große Problem, dass du einen Mietvertrag unterschreibst, einen Monat drin bist, sagst, ey, scheiße, Mann, die Wände sind zu dünn, ich kann keine Videos aufmachen, ich kann mir keine Videos hochladen, ich ziehe um in eine andere Wohnung, wo es einfach besser ist. Oder ich miete mir ein kleines Büro, wo ich meine Videos machen kann. Sind alles Optionen, die du theoretisch haben könntest. Und das ist halt dann aber schade, dass er, ja, das halt nicht, ich weiß nicht, an was es liegt, ob ihm da der Antrieb fehlt. Aber es hat er halt leider nicht gemacht. Ich kann mir vorstellen, dass er auch, kann sein, das sind Vermutungen, dass er zum Beispiel auch Depression hat. Und bei Depressionen ist ja oftmals so, dass dann der Antrieb fehlt, dass die Motivation fehlt, die Videos überhaupt erst zu beginnen. Und ich glaube, das kann halt echt so krass zum Verhängnis werden. Ne? Thema Depression ist ein sehr, sehr schwieriges, ein schlimmes Thema so an sich. Deswegen, es ist halt belastend. So, und es ist halt als Konsument, wenn du so Abonnent warst und die Videos gern geschaut hast, ist es eigentlich schade so, dass es, ach Mann, dass er das so vernachlässigt, sage ich einfach mal.
Zeit bei ihm bestimmt. Weil die Möglichkeiten wären ja da, etwas zu unternehmen. So, der Support damals war unfassbar krass. Ne? Der hat in einem Monat 3000 Euro Spenden bekommen, nur damit er sozusagen dann davon mal leben kann oder sich einen Rechner holen kann, eine Wohnung holen kann. Wäre alles möglich gewesen. Aber das ist halt schade, wenn es nicht so klappt. Schweren und der dann rausfliegen kann. Er hat sich sogar einen Aufnahmeschrank sozusagen geholt, der auch nicht funktioniert hat. Und er müsste dann zu einer, ich glaube, es war die Firma Birkenstock oder so, keine Ahnung. Er ist dann irgendwie auf eine Toilette gegangen von einer Firma und hat da auf dem Laptop aufgenommen. Später hat das irgendwie nicht mehr funktioniert und er musste dann in der Nähe eines Waldes dann aufnehmen. Also erstmal musste der nicht in der Nähe eines Waldes aufnehmen. Also jetzt mal Hand aufs Herz. Man kann es auch anders lösen, als in der Nähe eines Waldes ein Video aufzunehmen. Also da gibt es andere Optionen, wo du wahrscheinlich eher ein Video aufnehmen kannst, dass man nicht im Freien ist. Ne, man kann es ja auch im Freien machen, so wenn er da Bock drauf hat. Aber es gäbe wahrscheinlich auch andere Optionen. Und wenn es ein Kumpel ist oder wenn es in irgendeiner Wohnung ist, wo du weißt, ey, bei denen kann ich mal kurz aufnehmen, es würde auch gehen. Ne, aber wie gesagt, heutzutage gibt es echt viele Optionen, wo du dann trotzdem sagen kannst, ey, da bin ich flexibel und kann von einem anderen Ort aus aufnehmen. Ne, aber es kommt halt immer darauf an, wie jemand damit umgeht und ob jemand da auch direkt die Hilfe in Anspruch nimmt. Und auf jeden Fall hat er da im Video noch gesagt, dass man ihm spenden kann, weil davon hängt sein Kanal ab. Er braucht das Geld halt, weil er ernährt sich halt nicht mehr so gut, weil er kein Geld hat. Und sein Kühlschrank kaputt ist. Und da meinte er, dass er nicht arbeiten kann, weil ihm sonst Gerichtsvollzieher sein PC-Equipment oder so beschlagnahmen können, weil er es ja nicht mehr zum Arbeiten braucht. Also wäre, by the way, auch relativ Quatsch, wenn ein Gerichtsvollzieher dir das wegnimmt, womit du Geld bezahlen könntest, also womit du Geld verdienen könntest. Wenn du sagst, ey, ich mache das ja hauptberuflich, dann brauchst du ja den PC, um das dann später abzuzahlen. Deswegen würde der Gerichtsvollzieher wahrscheinlich erstmal alles andere beschlagnahmen. Schätze ich jetzt einfach mal, ne? Ich selber hatte auch noch keinen so einen Vollzug. Aber Vollzug? Nee, wie nennt man das? Ey, ihr wisst schon, was ich meine. Deswegen, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass ein Gerichtsvollzieher sagt, ey, wir ziehen deinen Rechner ein. Da die einzige Option, wie du Geld bekommen könntest, damit du uns das geben kannst. Also das wäre halt eigentlich ziemlich unlogisch, schätze ich jetzt einfach mal. Also das stimmte zwar nicht, als er zum ersten Mal gehört habe, war es auch schon komisch, dass er das gesagt hat, aber okay, er meinte dann später, dass er sich irgendwie zu viel Sorgen gemacht hat darüber oder Angst hatte und sich irgendwo das aufgeschnappt hat oder so. Auf jeden Fall hat er dann sein Patreon-Account promoted, also ja, promoted. Wurde dann auch von Nebel nicht gepusht. Viele kleine YouTuber, die halt Knuspertus als Vorbild hatten, haben Videos darüber gemacht, wie sie Pfandflaschen sammeln und das Geld, was sie dann bekommen, an Knuspertus spenden so. Und so, obwohl er die Spenden bekommen hatte, ist er trotzdem inaktiv geblieben. Ja. Er hat auch ein paar Probleme genannt. Zum Beispiel, glaube ich, war es, dass sein PC irgendwann nicht funktioniert hat. Er meinte auch, dass er auf Twitch für ungefähr 500 Zuschauer gestreamt hatte. So ohne es irgendwie Bescheid. 50 Zuschauer, ja, hat er nochmal eingeblendet. Beizusagen, so zum Beispiel auf Instagram oder auf YouTube. Irgendwann sind dann halt, haben halt so Meinungsblogger wie Baku, glaube ich, hieß hier, Alpha Kevin und auch KuchenTV Videos über ihn gemacht und ihn halt kritisiert, dass er irgendwie Spenden eingenommen hat und trotzdem inaktiv geblieben ist. Hat er sich auch kritisiert, warum das gar nicht stimmt, dass die Gerichtsvollzieher irgendwie, der Richter irgendwie den PC wegnehmen kann oder so. Er hat dann später ein Video ein Antwortvideo auf die Kritik von ihm gemacht. Wo er dann halt alles erklärt hat, was ich auch gerade eben so erklärt habe, zum Beispiel, dass er auf Twitch gestreamt hatte oder so. Und er meinte, dass er jetzt einen Knusperpakt, 2020 war es, glaube ich, machen will, zum Beispiel, dass er in dem steht. Junge, ihr müsst euch mal überlegen, das war sein letztes Video, was er dazu gemacht hat. Der sagt den Knusperpakt, sagt, er lädt jetzt alle 2 Monate, kommt auf jeden Fall ein Video. Und seit diesem Video hat er nie wieder ein Video gemacht. Seit einem Jahr, also seit über einem Jahr, hat er kein einziges Video hochgeladen. Obwohl er den Knusperpakt gemacht hat, wo er gesagt hat, Alter, jetzt werde ich wirklich aktiv. Jetzt bringe ich auch mal ein Video alle 2 Monate oder jeden Monat ein Video. Oder lass es mal alle 3 Monate ein Video sein. Das würde komplett reichen. Da muss ich ja nicht mal unter Druck setzen. So ein Video kriegst du halt schon mal hin. Ja, das ist halt auch nichts draus geworden. Ne? Das ist dann einfach schade.
Vor allen Dingen, weil er halt schon so oft die Sachen versprochen hat. Er hat schon so oft versprochen, ein Video zu machen. Oder mal, als er mal versprochen hat, ja, ich bringe bis April oder so, bis 1. April, bringe ich ein Video online und so, vertraut mir und bla bla. Und dann kam nichts. Das ist halt sehr schade. Ne? Das ist halt relativ unzuverlässig. Aber da gab es ja immer die Gründe, dass der PC auf einmal kaputt gegangen ist. Die Speicherkarte ist kaputt gegangen und so weiter. Und ich denke mir auch so, das kann ja sein, das ist halt ärgerlich. Aber das ist ja jetzt nicht so. Ich meine, das ist ein 3-4-Minuten-Video. Du musst ja jetzt kein Blockbuster raushauen. Und es würde auch schon reichen, wenn du einfach mal ein Infovideo machst, wo du sagst, ey, was los ist und wie es dir geht, was du machst und sowas. Ne? Weil die Zuschauer hatten sich auch Gedanken gemacht. So, und das ist halt nicht gewesen. Das finde ich halt einfach schade. Ne? Weil Knuspertoaster ja auch schon ein relatives Versteckspiel gemacht hat. Sieht sozusagen, dass er keinen Merch mehr bringt, beziehungsweise den er rausbringen wollte, nicht mehr rausbringen wird. Da stand auch, dass er irgendwie jeden Monat oder alle 2 Monate ein Video machen will. Er hat auch gesagt, dass er erst nach 5 Videos wieder ein Placement nehmen darf und er erstmal noch 1 Jahr warten wird, bis er eins nimmt. Und jetzt kann als das machen, letztes ja. Meinte er, dass Patreon für ein paar Monate deaktiviert bleiben wird. Naja, das kam bei den meisten Zuschauern jetzt auch nicht so gut an, auch nicht bei den gerade eben genannten Meinungsbloggern. Die meinten, so der Hauptkritikpunkt ist halt, dass er keine Videos macht und nicht, dass er irgendwie geldgeil ist. Ein paar Monate später hat er dann alle seine Videos runtergenommen. Das war vor 5 Monaten, genau. Dann habe ich ja auch ein Video darüber gemacht, ich glaube sogar 2 Stück. Und danach hat er einen Community-Beitrag gemacht. Und ja. So Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Alter, Junge, was ist das für eine laute Musik auf einmal? Er hat vor 2 Monaten einen Community-Beitrag rausgegeben, wo er erklärt, warum er halt die Videos runtergenommen hat und warum er gerade eine Pause macht. Und das ist die unerwartete, ihr wisst schon, was ich meine, Antwort, die man von Knuspertoast hätte nicht erwarten können. War das jetzt gerade richtig? Egal. Er hat die Liebe zu Gott anscheinend gefunden. Also er ist... Junge, ich weiß nicht, ob das real ist. Hier... Meine Videos sind momentan im Moment offline, da ich dem Christentum beitrete, beziehungsweise tatsächlich schon länger gläubiger Christ bin. Ich glaube daran, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und nach seiner Kreuzigung am 3. Tag von den Toten wieder auferstanden ist. Leute, ich, ohne Scheiß, das ist halt, es ist Knuspertoast und ich weiß nicht, ob ich das ernst nehmen kann, weil es halt einfach Knuspertoast ist. Ich kann dem Ganzen nicht so glauben, dass er plötzlich einen Post macht, dass er aufgrund des Christentums seine Videos offline genommen hat. Das macht für mich keinen Sinn. Weil was hat der Christentum mit seinen Videos zu tun? Das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Ich bin selber Christ, ja? Ich bin getauft, ich bin konfirmiert und ich bin trotzdem jetzt vor kurzem erst aus der Kirche ausgetreten, aber trotzdem, ich glaube ja noch an Gott und bin ja trotzdem Christ. Aber was hat denn das damit zu tun? Ich mache auch meine Videos, obwohl ich Christ bin. Nice, ja? Er hat geschrieben, dass er seit längerem Christ ist. Und er hat alle Videos runtergenommen, weil er sie einzeln durchchecken möchte, weil sie halt ein bisschen für ihn zu weit gingen. Ja, das ist 2 Monate her. Alle Videos sind immer noch sind alle immer noch offline. Und er meint auch, dass sein Glauben nichts mit seiner Pause zu tun hat. Und dass später, also nach einer Weile wieder, die ersten Videos, die okay sind, veröffentlicht wird. Das ist jetzt 2 Monate her, dass er das rausgebracht hat und es ist immer noch nichts gekommen. Nice. Schreiben immer noch Leute in die Kommentare, dass er... Aber es ist auch krass, was der trotzdem für eine Community hat. Die Leute interessieren sich halt immer noch für ihn, haben immer noch Bock, die Videos eigentlich zu schauen. Und er hatte, trotz dass er zum Beispiel auch 1-2 Jahre inaktiv war, hatte er trotzdem jeden Monat um die 1 Million Aufrufe gemacht. Was ich selbst im Peak nicht mal schaffe. Also ich habe jetzt derzeit... Und das, obwohl meine Videos auch gut Aufrufe machen, habe ich jetzt so 600.000 bis 700.000 Aufrufe im Monat. Knuspertoast hat, obwohl der 1-2 Jahre inaktiv war, mit seinen 400.000 Abonnenten einfach 1 Million Aufrufe im Monat. Das ist unfassbar viel, wirklich, das ist unglaublich viel. Also da kann man eigentlich nur neidisch sein, ja, was das angeht. Aber es ist halt schade, ne, dass jetzt auch die Videos komplett offline sind. Also du kannst sie von mir aus auch gerne wieder online stellen und dann kann man sich die wenigsten auf Nostalgie-Basis wieder reinziehen. Dass sie zweifeln, dass die Videos kommen oder die sagen, bitte komm zurück oder so, sind aktiv am Schreiben und ja, das ist der Stand der Dinge. Er meinte, dass er jetzt gläubiger Christ ist und ja, viele haben ja vermutet, dass er irgendwie
Also bevor dieses, bevor das war ich, habe ich auch erwähnt, bevor die er die Community-Beitrag, bevor er den Community-Beitrag hochgeladen hatte, dass er irgendwie einen Job gefunden hat und okay. jetzt keine Zeit mehr für YouTube hat oder jetzt mit YouTube komplett aufhören möchte, weil, keine Ahnung, es Gründe gibt. Und ja. Einige meinen, dass es halt ein Troll ist. Er hat ein Edit geschrieben, das heißt zu 100%. Was Edit? Ich meine, das ist zu 100% ernst. Kein Sarkasmus, keine Ironie. Ich stehe unter keinem Einfluss und bin vollkommen reflektiert über meine Entscheidung. Junge, ich weiß es nicht. Auch nach so einem Post. Ich stehe unter keinem Einfluss und bin vollkommen reflektiert über meine Entscheidung. Junge, du kannst mir nicht sagen, dass du deine Videos alle offline nimmst, weil du dem Christentum beigetreten bist. Was ist denn das? Das eine hat doch nichts mit dem anderen zu tun. So, wenn du jetzt sagst, du nimmst die Videos offline, weil es dir peinlich war, dann kann ich das doch eher nachvollziehen, als wenn man sagt, ich bin dem Christentum beigetreten. Warum? Wegen der Kreuzigung Jesu bist du dem Christen, hast du die Videos offline genommen? Was ist das für eine Begründung? Es macht für mich gar keinen Sinn irgendwie. So, also es macht für mich wirklich keinen Sinn. So, das meine ich auch gar nicht böse zu Knuspertoast. Der hat ja schon seinen Grund, warum er das macht. Aber ich verstehe diesen den Zusammenhang davon nicht, leider. Dein Ernst meint? Ja. Ich habe im Video, glaube ich, mehr über die Geschichte, weil warum die Dinge so sind, wie das sie Video sind, einfach gemacht, als wo er eigentlich ist. Ja, gut. Junge, der macht ein Video, wo ist jetzt eigentlich Knuspertoast? Sagt dann zum Schluss, ja, also ich habe jetzt mehr ein Video gemacht über die Geschichte, als wo er jetzt gerade eigentlich ist. Also das ist ein sehr, also wirklich sehr, sehr stark, lieber Joke-Ability. Sehr, sehr starkes Ding, ja. Nee, trotzdem war ganz lustig. Man hat mal wieder kurz darüber geschnackt und ja, jetzt wisst ihr auch meine Meinung zu Knuspertoast. Ich find's schade, ist ein guter Typ, aber ja, verschenktes Potenzial leider. Sehr, sehr schade.